Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Transport FIFA 2. Wir sind nahe am Episodenende, aber es gibt noch ein bisschen was zu tun. Und einerseits wäre es dieser Bahnübergang hier in Geesthacht. Der ist ja an sich ziemlich schön, aber er ist die meiste Zeit halt zu. Und entsprechend gibt es hier halt Stau. Und der ist immens. Was ist immens? Schaut mal. Der geht hier nach hinten, geht noch weiter, geht noch weiter. Geht noch weiter und geht bis hier knapp in die Stadt rein. Und wenn wir nicht bald hier was machen, dann haben wir auch hier noch Stau. Also hier müssen wir was tun. Und ich denke mal, dieser Bahnübergang muss einfach weg. Was ich mir gedacht habe, ist, dass wir vielleicht einen Tunnel machen, so Autobahn-Style, der von hier hinten so drüber geht und hier dann anschließt. Wobei, dann müssen wir uns hier noch mit der Straße was überlegen, dass wir die noch vierspurig machen, denn hier kommt auch die Tram rein und die ist dann garantiert nicht glücklich, wenn dann hier mega viel Verkehr ist und die Tram kommt hier nicht durch. Eventuell machen wir das hier sogar sechsspurig. Das ist so meine Idee. Okay. Und, weil es gerade passt, wir haben hier gerade eine Doppelausfahrt. Einerseits, ich glaube, das ist die Circle Line hier. Ja, genau. Und er ist der City Shuttle 02 modernisiert. Oh, er schaut schon nicht mehr so gut aus. Und das geben wir uns jetzt mal ganz kurz. Sehr schön. Cool. Sieht wirklich gut aus. Okay, dann machen wir jetzt hier mal Pause und ich würde sagen, ja, wir lassen mal die Abrissbirne schwingen. Wobei, bevor wir das hier machen, sollten wir vielleicht den Part hier anpassen. Eventuell gehen wir mal kurz auf Straße. Free Lane, Two-Way Street before Speed Limit. Vierspurig mit Tram. Lässt du mich das machen? Ja, es lässt du mich sogar machen. Okay, ja, da werden wir das Gebäude entfernen, aber das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich denke, so ist okay. So hier in die Stadt rein. Ja, wisst ihr was? Jetzt machen wir gleich Tabula Rasa hier durch. Die Gebäude kommen dann ja eh wieder. Okay, wie sieht das Ganze jetzt aus? Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Hier sieht es normal aus. Das sieht ein bisschen freaky aus hier. Kommt aber hier schön rein. Ja, die Tramspur hätte man eigentlich hier jetzt sparen können. Ich glaube, die machen wir jetzt nochmal weg. Werkzeuge. Moment. Werkzeuge. Tramgleis. Nein. Und auch die Busspur brauchen wir hier nicht. Sollte das ein bisschen. Entschuldigung. Ja, sieht das ein bisschen besser aus hier. Alles klar. Und dann könnte man dann hier anfangen mit dem Tunnel. Das heißt, das wird abgerissen. Und nehmen wir hier diese Landstraßen. Das hier viergleisig. Ah, nicht viergleisig, vierspurig. Aber wir könnten auch sechsspurig machen. Ich hätte eigentlich nur das gern ohne den grünen Streifen. Was haben wir hier denn sonst noch so als Straßen? Das will ich nicht. Das ist alles doof. Nee. Das sind alles Sondersachen. Das ist die Autobahn. 70. 80. Dreispurig. Machst du da einen schönen Anschluss, wenn wir das tun? Okay, dann fahren wir hier mit sechs Spuren. Wir gehen mal hier fix nach unten so. Ah, wobei, das geht sich gar nicht aus. Wir müssen da glatt ein bisschen steiler fahren. Wie steil? Ja, gut, das sollten die eigentlich ganz gut schaffen.
So einmal runter. Dann eine leichte Kurve. Kann man hier wieder ebenerdig? Oh, ja, wir kommen dann hier sogar wieder raus. Sehr gut. Andererseits können wir jetzt hier schon wieder nach oben fahren. Und die Tram müssen wir jetzt irgendwie nach unten bringen. Okay, dann werden wir hier mal abreißen. Ja, ich weiß, Linie ist unterbrochen. Und hier das ganze Geschmö, das wird abgerissen. Schade. Hätte mir ja echt gut gefallen. Ah, jetzt ist zu spät. Wir hätten es vielleicht lassen können, weil vielleicht wäre dann der ganze Traffic da oben drüber gegangen. Wisst ihr was? Wir probieren das jetzt gerade nochmal. Aber wenn es nicht geht, dann reiße ich das hier ab. Was war denn das jetzt für eine Straße? Das war ja nicht die hier, oder? Nee. Die hier war's. Kriege ich das wieder sauber verbunden hier? Oh je. Jetzt ist es am Lecken. Das hat er also überhaupt gar nicht gern, dass ich da jetzt drüber fahre. Na komm. Bitte mach. Oh, jetzt hat sie Spiele aufgehängt, glaube ich. Ah, vielleicht lasse ich das. Na komm, das ist jetzt nicht so schwierig, da so einen Bahnübergang zu machen. Das sind nur 6 Gleise. Ja, komm, ein bisschen noch. Du schaffst es. Ah, wobei, ich hätte von der Seite hier ziehen sollen, damit ich es hier gerade hinkriege. Da, komm, zieh hier rein. Bitte. Das ist mal gedrückt. Mal schauen, was er dann macht. Ja, okay, das geht. Ja, das sieht jetzt aber scheiße aus. Komm, gib mir mal das X, dass ich das wieder abreißen kann. Danke. Wir machen hier mal auf gerade. Oh, das ging jetzt besser. Komm. Jetzt nur noch ein bisschen gerade hier. Sowas vorher, oder? Ja, fair enough. Das lassen wir jetzt mal so. Und der ist noch am Überlegen. Ja, ganz passt es nicht, aber besser als gar nichts. Wie gesagt, ich kann es ja eh wieder abreißen. Ah, Moment. Kurvenmodus bitte. Gut, dann machen wir den Part hier neu. Das einmal alles abreißen hier. Dankeschön. Und wo habe ich das jetzt hergehabt? Das glaube ich war hier, ne? Dreispurig, 3x3, 90. Ist das? Ja. Das heißt, logischerweise fahren wir jetzt hier. Na, da fahren wir nicht mit 3 Spuren, da fahren wir mit 2 Spuren. Gibt es die 2 Spuren auch mit 90? Ja. Und jetzt mit 3 Spuren hier rein. So, da. Wäre irgendwie schöner, wenn das so T-mäßig ist. Ja, was ist jetzt da schlau? Wir fahren jetzt erstmal hier so raus. Und machen dann hier die Verbindung. Ich hoffe, das sieht dann okay aus. Ja, okay, das gefällt mir. Das können wir so lassen. Alles klar. Hier ist wieder das von der Stadt. Machen wir das hier nochmal schön. Terrain Tool. Bitte einmal, danke.
Nice. Und dann müssen wir uns hier um den Tram kümmern. Eigentlich könnt ihr die hier die ganze Zeit unterirdisch fahren. Das, glaube ich, bauen wir jetzt auch so entsprechend um. Das Tramgleis ist das hier. Tramgleis, ja. Busspur, ja. Spielereigentum, ja. Du bleibst erstmal hier unten. Scheiße, jetzt geht er da. Okay, dann müssen wir hier den Erdboden kurz anpassen. Wenn wir hier nach oben sind. Okay. Und jetzt bitte weiter einen Tunnel machen. Nein, bleib unten. Oh, Spiel, wieso? Bau doch einfach mal einen Tunnel. Jetzt hier wieder gerade. Oder kannst du hier wieder nach oben? Oh ja, du kannst hier wieder nach oben. Sehr gut. Dann müssen wir hier den Anschluss gerade noch neu ziehen. So, oder? Ja, wunderbar. Ja, ist eine lange Strecke, was die dann da unterirdisch fährt. Aber das passt erstmal. Cool. Dann hätten wir hier mal den Anschluss. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, was der Verkehr macht. Mit der Änderung, ob die jetzt dann effektiv dann da oben reinfahren. Ansonsten reißen wir das hier ab. Ja, die wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Wir könnten das da... Machen wir da hier auch noch ein Upgrade. 90, nein, nein. Einmal upgraden. Kein Geld mehr. So ein Beschiss. Nee, was macht's ihr? Nehmt's doch die neue Umfahrungsstrecke. Okay, das fährt ja gar kein. Nicht mal einer. Ah doch, einer fährt jetzt mal hier rein. Immerhin. Das vielleicht unattraktiver machen von der Geschwindigkeit her. Wir kommen ins Rollen. Okay. Können wir hier mal weiter upgraden, damit das hier schöner aussieht. Okay. Die ganz normalen Straßen, mittlere Landstraße. Das ist aber nicht Two-Lane. Du hast drei Spuren. Hm, was nehme ich denn da für eine Landstraße? Zwei Spuren, drei Spuren. Vier Spuren dürfen da 64 fahren. Schon ein bisschen viel. Da haben wir auch nichts Gescheites. Das ist eine Autobahn, das sind... Nee. Ah, ja, da machen wir das halt vierspurig da. Rein wegen der Optik. Ja, okay, ein paar von hier doch rein. Okay, Leute, ich würde mal sagen, ich lasse das mal ein bisschen vorspulen, weil vielleicht müssen da erstmal die neuen Autos generiert werden, die dann das schnallen, die da rüberfahren können. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und je nachdem reißt man das hier ab oder wir lassen das, wenn hier der Verkehr besser ist. Also, bis gleich. So, dann, und da bin ich wieder und wie ihr sehen könnt, ich habe hier das ganze Zeug abgerissen, denn die sind trotzdem hier reingefahren. Und ich verstehe auch wieso, klar, es ist der kürzeste Weg und dann sind sie halt hier in der Stadt, als wie halt hier die Umfahrung zu fahren. Stau ist soweit weg, läuft ganz gut. Wir haben jetzt ein bisschen Stau hier oben und ich habe eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Die Fahrzeuge nutzen nicht wirklich alle drei Spuren, also allerhöchstens mal zwei. Wenn ich mir das hier anschaut, hier auf der ersten Spur, voll der Stau, hier nach links rein.
Und dann haben wir noch die zweite Spur. Und die wird dir auch hier nach links gehen. Beziehungsweise könnte es noch gerade ausfahren. Aber jetzt passt man auf. Ist das ein Mini? Oh, Mr. Binka. Jetzt passt man auf, was hier passiert. Wenn wir das jetzt mal hier ein bisschen vorspulen lassen. Er fährt nicht weiter nach vorne, denn der will hier rein. Schau mal, die Ampel umschaltet. Jetzt haben wir natürlich auch hier Stau. Wir werden uns das gleich mal anschauen. Also eine lange rote Phase hier. Ah, doch, er fährt vor. Ist ihm doch ein bisschen zu lang. Ja, eigentlich wollte ich euch genau das Gegenteil zeigen. Okay, die machen es schlau. Die linke Spur ist voll. Und machen jetzt hier voll. Was nämlich eigentlich passiert ist, die sind alle hier da reingefahren, in die erste Spur. Da genau. So wie er das jetzt gemacht hat. Das ist vorher die ganze Zeit passiert. Und der nächste wieder. Und hier haben wir jetzt halt dezenten Verkehrschaos. Und da staut sich auch das. Das habe ich befürchtet, dass sowas passieren kann. Ich weiß nicht, wie ich das wirklich lösen kann. Wir müssten einfach mal ein bisschen weniger Fahrzeuge hier drauf haben. Wir müssen mehr mit unserem Zug fahren. Und die Linie, die da helfen könnte, wäre der City Shuttle 1. Und der BR City Shuttle 1, der fährt von Riedberg hier nach Geesthacht und nach Hochheim und wieder retour. Ich denke mal, wir werden irgendwie so einen High Capacity City Shuttle machen, der City Shuttle 1, dass er nur zwischen hier fährt. Und hier machen wir noch einen eigenen zwischen da und da. Der muss auch gar nicht mehr so intensiv sein. Vielleicht hilft es, denn hier in Riedberg, wenn ihr euch das mal anschaut, 362 Leute warten da drauf, dass man da drüber kann. Und es war vorher, kurz vor der Aufnahme, bei 500. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir das mal um, schauen, ob das vielleicht uns dann hilft. City Shuttle 1, der fährt da unten rein. Machen wir ganz kurz Pause. 3 und 4 machen wir weg. Das heißt, er ist jetzt da auf dem oberen Gleis drin. Da unten ist der HST. Das ist okay. Und als Rollmaterial haben wir hier Glas 150. Schauen wir mal, mit was wir das austauschen können. Das ist eine Kapazität von 124. Wir haben bei beiden einen großen Bahnsteig. Glas 166. Ich möchte auch ein bisschen Geschwindigkeit haben. 144. Ah, machen wir mal nach Höchstgeschwindigkeit. Ja, ist klar. Ist erstmal der HST. Und 45 mit der Class 158. Was war das jetzt nochmal? Class 150. Wie schauen wir denn elektrisch aus? Die Class 321, 161. Habe ich das hier schon voll elektrisch gemacht? Ja. Gilt das auch für da hinten? Bist du hier voll elektrisch? Okay. Gut, dann werden wir hier mal auf Strom umstellen. So, dann nehmen wir mal hier mal die Class 321, 161. Ich bitte mal, wir gehen mit dem Livery hier. Einmal, zweimal. 160, 3x, 244 Meter. Ich glaube, das ist zu lang. Alternative wäre die Class 310, aber die fährt man zu langsam. Ja, dann machen wir das mal so. Oh, das ist sogar gerade der Zug, der hier einfährt. Die Ausfahrt nach Geesthacht. Okay, dann können wir das gerade schon bei den anderen machen. Er wird vermutlich jetzt kein Geld dafür haben, oder? Oh,
Class für 56, aber die fährt es langsam. Wo war das jetzt? Hier. Einmal, zweimal. Ja, 26 Millionen. Haben wir kein Geld dafür. Wer ist so denn da so geil? Ist das du? Oh, die frisch ausgetauschte Lok. Ja, na schön. Schau mal, was du für eine Geschwindigkeit erreichst hier. In unsere andere Region gegen. Ja, halbe Strecke, 130. Oh, da hat es jetzt aber zu kämpfen. Dann sind wir ja fast schon wieder da. 140. Ja, nicht ganz 150. Schöne Sandmodell. Dankeschön. Du hast rot. Wieso das denn? Ach so, wegen dem Regio-Shuttle da vorne. Alles klar. So, ich sitze nur für Kamera und Sichten. Gibt's auch was im Führerstand? Ja, sieht nicht so aus. Auf ein Cinematic, aber kein Führerstand. Ja, ist auch egal. Gut, gehen wir mal hier wieder raus. Oh, die sind sich jetzt hier im Weg. Wollen wir dich mal hier verkaufen. Oh, jetzt habe ich auch wieder einen Haufen Geld. Cool, das heißt, City Shuttle 1, dich kann ich jetzt auch schon mal upgraden. Dann fehlt nur noch er hier. Das Millionen, komm, gib mir die 5 Millionen da. Das kriegst du hin. Bitte. Nein. Danke. Perfekt. Achso, und der wartet jetzt hier auf den nächsten. Okay, dann haben wir immer einen Bahnhof und einen auf der Strecke rein, theoretisch. Dann ist die Frage, wie das dann jetzt dann hier runter geht. Mal die Diagramme. Ja, um die 1000. Nicht schlecht. Gewinn machen wir hier auch. Hä? Du hast keinen Strom? Ah, jetzt. Okay, fand er jetzt nicht so geil, dass wir da drin ausgetauscht haben. Ist eigentlich. Ach, da ist der andere. Okay, jetzt haben wir hier leichten Stau mit den Units. Und dann brauchen wir jetzt noch irgendwie eine Verbindung da zwischen Hochheim und Geesthacht. Das wäre dann der City Shuttle 04. Einmal so und einmal so. Gut, City Shuttle 04. Da, dass du auf den Clanbahnsteig bist, das ist okay. Wo fährst du da hier rein? Okay, ja, die kreuzen sich dann nicht. Okay, dann brauche ich eh wieder Geld, dass ich dann mal wieder Sachen kaufen kann. Und dann schauen wir mal, was wir hier auf die Strecke schicken. Währenddessen hier Riedberg, Linienbenutzung der Ziele. Geesthacht, 29%. Das war am Anfang am 27% am Start der Aufnahme. Ich hoffe, das wird mehr. Damit hier noch weniger Autos fahren. Ja, das finde ich uncool, dass jetzt hier wirklich der Stau ist. Von der Seite kommt dann auch wieder Verkehr, aber es ist nicht so viel. Schwierig. Jetzt kommt das ganze Verkehrsmanagement. Ja klar, minus 42 Millionen. Okay, ich glaube, wir spielen dann ein bisschen Beaching Acts nach. Und dann schauen wir mal, dass wir die Linien hier mal ein bisschen profitabler hinkriegen.
So, gebt euch mal kurz einen kleinen Cut, bis ich wieder Geld habe. Und dann kümmern wir uns hier um die Linie nochmal. Bis gleich. So, da, es ist mal ein bisschen Zeit wieder vergangen. Und das mit den Personen schaut recht gut aus. Also hier haben wir sehr viele beim HSD2 mit 439. Das ist der, was der da ganz nach unten fährt, nach Stolberg, wo ja die Dampfbahn ist. Das ist ziemlich hoch geworden, als hier die Verbindung weg gewesen ist zwischen den beiden Städten. Ich denke mal, das wird sich mal wieder bringen. Und hier bei der Linie 4, was wir jetzt da vorhin gemacht haben, habe ich jetzt zwei Diesel-Units reingesetzt. Und mal schauen, wo ist sie denn? Da ist mal eine. Genau, Doppeltraktion mit, was bist du, Class 158. Okay, Class 158. Hat eine Kapazität von 160 und eine Höchstgeschwindigkeit von 145. Das passt. Auslastung ist okay. Auch die Auslastung hier bei der Shuttle-Linie hier bei der 1er. Sehr gut. Eventuell ziehen wir da gerade wieder einen ab. Und hier bei dem HST2 habe ich jetzt einen zweiten HST reingeholt. Und der ist jetzt gerade hier bei der Ausfahrt. Da. Und ich möchte da gerne mal mit der Cinematic Cam da reingehen. Irgendwie so. Sieht ein bisschen schräg aus. Weil da kommt jetzt gerade eine neue Regio rein. Und schauen wir mal, wie das aussieht. Okay, der sieht ein bisschen schräg aus. Aber da ist die Einfahrt von unserem City Shuttle hier. Mal sehen. Sehr gut. So viel mal zu dem. Ah, und da ist auch der Power Car. Wäre schon weg. Ja, ich denke mal, optimierungstechnisch ist da erstmal okay. Das muss erstmal ein bisschen einlaufen. Finanztechnisch, hier von den Linien her. Gestacht S1 und S2. Das sind hier diese U-Bahnen, diese Hochbahnen. Die kann man nicht wirklich optimieren. Es fährt da schon nur noch ein Zug. Ich habe die von die Videos, was wir gerade mal wo mehrere gefahren sind, wieder reduziert wegen dem Geld, aber ja, ist was ist. Circle Line, die ist eigentlich gut ausgelastet, macht aber Verlust. Wenn wir uns das mal anschauen, das bleibt sich fast gleich. Da braucht man vielleicht irgendetwas, was weniger Geld kostet. Ich meine, die transportieren ganz gut Leute, aber das kostet uns zu viel. Also wäre das das nächste, was wir hier optimieren sollten. Also rein zu der Übersicht, Linie verwalten, die Circle Line mehr aufzulegen. Die fährt ja hier wirklich von Düsseldorf nach da oben, fährt da oben rein, da rein, also im Uhrzeigersinn, macht die da ihre Runden. Es ist die Frage, was könnte man da machen? Circle Line, da haben wir 4 Züge, das sind alle sehr gut ausgelastet. Also er, ja gut, weniger. Er ist voll, er ist auch voll. Wir haben eine Gesamtzuglänge von 180 Meter. Und das ist, glaube ich, Mark IV. Nein, das sind Mark III Pullman Coaches. Oh, die kosten. Ja, ab und zu machen sie Gewinn. Das geht aber zurück. Wie viel war das? 180 Meter. Das glaube ich war eine Class 56 und hier auch eine 56. Ja. Wir könnten natürlich auch da wieder ein HST. Warte mal, was hast du jetzt? Upkeep. Mal kurz schauen. Finanzen, Details. Betriebskosten 4,9 Millionen im Jahr und ein HST hat 6 Millionen. Da passen aber 176 Leute rein. Da 132. Ist jetzt nicht gerade der größte Unterschied. Es soll aber halbwegs schnell sein. Was ist, wenn man hier die Mark... Warte mal, 180 Meter. Was ist, wenn wir das mit dem Intercity 225 Set austauschen? Holy shit, das ist viel zu lang. Okay, hier passen 30 Leute rein. Mal ganz kurz gucken. 190 Meter, 180 Leute.
Ah, ich weiß nicht. McCree, ansonsten haben wir ja nichts Spannendes. Was könnte man denn hier einsetzen? Voll elektrisch kann man nicht fahren, weil hier hinten haben wir ja Third Rail. Also muss es schon mal Diesel sein. Wollen wir das doch mit den HST machen? Also Regio-Dinger will ich halt eigentlich nicht einsetzen hier. Nix passendes da rein von den Diesel-Loks her. Was kosten du? 1 Million. Im Unterhalt. 1,6 Millionen. Was ist eigentlich die Class 56 alleine? Haben wir die hier noch irgendwo? 1,2 Millionen. 1,2 Millionen, irgendwie so der Benchmark. 1,6, 1,3. 1,1. 145. Könntest aber auch schneller fahren. Ich glaube, wir probieren das doch mit einer HST. Würde ich jetzt voll mit einem HST austauschen. Haben wir ja, glaube ich, eine Kompression, ja genau. BR Blue, First Grade Western. Ist auch noch länger. Kostet mich das 34 Millionen, weil die keinen Wert mehr haben. Ah, das wäre aber schon irgendwie nice. 221, na Moment mal, der darf gar nicht mehr so mega lang sein, 221 Meter. Also hier ist es nicht so das Problem. Hier glaube ich auch nicht, aber der Zug mit der Circle Line, der fährt hier auf das Kopfgleis ein. Warte mal, das sind 180 Meter, ne, was du da hast. Ja, wobei, das könnte sich schon ausgehen, der hat hier noch Luft. Schaut nicht fertig aus. Circle Line, da wartet keiner. Der ist auch nicht so voll. Dann machen wir das erstmal anders, dass wir hier mal einen Zug wegnehmen. Hier vielleicht gerade den da. Das ist der Nummer 64. Mal verkaufen. Der ist auch nicht voll. Der ist voll, der ist voll. Dann werden wir da nochmal einen wegnehmen. Und das mit einer HST ersetzen. Nein, das macht auch keinen Sinn, weil der HST, der wird dann schneller als die sein und dann gibt es Stau, das müssen wir dann schon alle austauschen. Also 34 Millionen, 30, 60, 90 Millionen insgesamt zum Austauschen. Okay. Passt. Ich tue mal wieder vorspulen, bis ich 90 Millionen habe und dann tun wir das auch hier mit HSTs austauschen. Also bis gleich. So, da sind wir wieder da und ja, ich habe die Meinung jetzt doch noch mal geändert. Also die Circle Line, die jetzt hier gefahren ist, wo wir ja die HSTs einsetzen wollten. Ja, ich habe gesagt, die Line stellen wir komplett ein. Jetzt haben wir jetzt quasi nur noch die Regionalien, einmal zwischen da und da, da und da und da und da. Jetzt gibt es da halt ein bisschen mehr Leute. Aber die Circle Line, klar, ich liebe diese Flugzeuge hier bei mir. Also sorry, falls ihr das hört, aber kann ich nichts dafür. Ich glaube, jetzt ist es wieder gut. Ja, also die nehmen das auf und dann haben wir da ein bisschen mehr Verkehr. Aber der Intercity 1, glaube ich, ist das, der jetzt hier fährt. Müssen wir ganz kurz gucken. Intercity 3? Bist du Intercity 3? Ja, genau. Intercity 3, der fährt hier von unseren Fake Kings Cross ohne Halt bis Oberwiesenthal und der hat auch Verlust gemacht. Und den habe ich ausgetauscht. Und zwar mit dem Intercity 225. Das ist der hier. Der ist momentan hier noch im Depot, den werden wir uns dann gleich anschauen. Und der hat einen Topspeed von 225 Stundenkilometer, so der indirekte Nachfolger vom HST. Und der kann nicht voll fahren, weil einerseits muss er hier auf 120 runter, beim Bahnhof, dass er nicht voll durchrauscht. Und die nächste Bremse ist dann hier die Brücke.
die ist nicht auf hochgeschnickert ausgelegt, die müssen wir neu machen. Und wo er dann wieder abbremst, das ist, wenn er dann hier von der Hauptstrecke da abzweigt. Da muss er nochmal bremsen, ist aber eh auch klar, dass ich hier nicht mit Fullspeed rein kann. Man könnte sich natürlich noch überlegen, ob man das ein bisschen rauszieht hier. Dass wir das ein bisschen nach hinten machen und das dafür schärfer. Dass der da ganz smooth da rein kann. Andererseits... Ja, das kann man noch anpassen. Aber bevor wir das selber machen, glaube ich, wenn wir hier diese Brücke abreißen und die mal neu machen. Dann haben wir so ein bisschen einen Speedpunkt weniger. Also einmal komplett abreißen hier. Ja, natürlich. Und da sind jetzt die ganzen Magneten in der Luft. Andererseits, die, glaube ich, können auch erstmal hier so bleiben. Wenn wir das genau gleich wieder ziehen. Warte mal, wie heißen die englischen Gleise hier? Jetzt weg mal so ein Bulkhead, oder? Ja. 100, ah, Bullhead. 134 Oberleitungen, ja. Okay, ich brauche eine Brücke mit maximal Speed. 200, die gefällt mir nicht. So eine Viaduktbrücke. Nein, ich glaube, das gefällt mir nicht so ganz. Was wäre jetzt hier eine schöne Brücke? Sowas vielleicht. 200, ziemlich modern. So viel Auswahl. So Gitterding. Nee, das sieht scheiße aus. Und das ist irgendwie unrealistisch. Und wir haben noch 180. Was haben wir hier sonst noch? Enterprise Viaduct 360. Okay, das sieht relativ modern aus. Warum eigentlich auch nicht? Schaffst du vier Gleise? Ohne dass du da zwei Brücken machst. Ja, okay, das sieht okay aus. Ja, okay. Das lasse ich mir einreden. Und die Magnete sind auch wieder da, wo sie hin sollen. Ja. Ja, okay. Das ist okay so. Dann tun wir das hier nochmal kurz glätten. Einmal da und einmal da. Cool, dann kann der da mit 200 durchblättern. Ich glaube nicht, dass er mit 200 durch die Kurve da kommt. Ja, und hier die Mittelgleise. Ich will dir nicht wirklich aufmachen auf 200. Ich glaube, das ist okay mit 120. Ich meine, das ist schon ein bisschen gefährlich, wenn du dann hier stehst und dann kommt so ein Zug mit 200 dahergeschossen. Nee. Und hier haben wir ein kleines Problem. 90 Leute. Witzenhaus, Lokalverkehr. Ich glaube, da kann man generell mal eine neue Linie hier machen. Statt das bisschen groß warten. Okay, oh, hier geht es auch ganz schön ab. Intercity 2, 200, HST 117. Schauen wir uns mal unseren Intercity 225 an. Der, glaube ich, kommt da oben raus. Ach nee, der darf jetzt gar nicht rausfahren, weil jetzt hier unser Rangierdienst unterwegs ist. So, ein bisschen mal vorspulen. Na komm, düss mal. So, drei. Aus dem Weg mit dir. Wenn wir den neuesten Zug in der Flotte mal angucken. Oder Komposition, besser gesagt. Sehr gut.
Na, kommt zuerst die Lok oder das Steuerwerk? Ja, das ist die Lok. Die Class 91. Sehr schön. Hat auch hier hinten noch einen Führerstand. Sieht ein bisschen schräg aus da hinten, aber ja. Und die Komposition da, das ist nicht die Originale, die war noch ein bisschen länger. Ich habe das jetzt selber zusammenbastelt mit dem Speisewagen in der Mitte, weil wir ansonsten beim Endbahnhof ein bisschen zu lang sind. Da ist der Steuerwagen. So, wir fahren mal mit. Und Anwender City, der alte noch. Mit einer Class 47, wenn ich was drauf ist, ja. Und der Regio Richtung Geesthacht. Nur in die Richtung. Ah, das ist schon eine geile Kulisse. Aber mit den Frames kommt das auch gar nicht klar hier. Ja, je mehr ich baue, umso schlimmer wird's. Aber die Einfahrt sieht geil aus. So, hier möchte ich mal aussteigen. Ja, okay. Cool. Dann hoffe ich mal, dass der jetzt dann Geld machen wird. Jetzt, wo er schneller fahren kann. Boah, schätze mal, der Zug könnte noch so viel länger sein. Gut, das ist aber auch der längste Bahnsteig. Kein anderer Bahnhof, glaube ich, ist so lang. Das ist 300 Meter. Und das sind die 3. Oh, der wird noch nicht mal voll. Aber 3,50. Und Abfahrt. Jetzt schauen wir uns doch mal an. Ne, da möchte ich nicht drin sein. Oh ja, Führerstand. Wie schnell unser Kollege wird. Also wenn euch mal eine Mitfahrt interessieren wird in normaler Geschwindigkeit auf der ganzen Strecke, dann schreibt es mal das, dann mache ich das gerne mal. Aber ich denke mal, wir werden... Oh, da schwebt ein Signal. Das muss ich mal noch richtig machen. Moin, Regio. Oh, der schaut auch schon fertig aus. Oh, das war ein bisschen schneller. Jetzt zurück hier nochmal. Jetzt hier mal Vollgas und da fahren wir auf 120 runter. Ah, da geht der Zug. Ah, die Brücke ist auch schön im Design. Also Transport Fever finde ich jetzt voll ungeil, dass ich da in Highspeed rumfahre. Ich möchte aber nur schauen, ob er da vor dem zweiten Bahnhof irgendwie 200 erreicht. Also hier sind jetzt die 120. Und da kann er jetzt wieder Vollgas geben. Ich glaube, 200 würde ich nicht schaffen. Was jetzt? Es geht hier bergab. Mal gucken. Ich brauche da schon ein bisschen mehr Anlauf für sowas. 40. 50. Ah, 60. Schneller geht's nicht. Bremst du jetzt hier in der Kurve? Ja, okay. Hier in der Kurve muss er runterbremsen. Ist doch ein bisschen hart, um damit 200 durchzubrettern.
Ist aber okay. Ja, da vorne geht er dann auch gerade wieder runter. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier raus, weil Transport Fever ist uns super unglücklich. Na, dann jetzt hier die Einfahrt. Weißwechsel dann hier. Na, ich wette mal, der fährt noch mit 140 rein. Ah, ist sogar weniger. 120? Ah, 120. Ja, ist fair da. Cool. Ja, das ist mal gewesen. Also, dann haben wir heute mal ein bisschen optimiert. Und, ja, Linienaustausch bin ich gelöscht. Also, so ganz so produktiv war ich nicht, bis auf den Tunnel da. Mal schauen, was wir als nächstes hier machen. Es wäre eigentlich nur noch eine Stadt über zum Anbieten. Und es wäre Döbern. Dass man eventuell hier so eine Linie macht oder hier nach oben. Das wäre das Letzte. Lass mal schauen an den Projekten her. Ja, ich bin eigentlich weitestgehend zufrieden, so wie die Strecke eigentlich soweit ist. Hier geht es einfach voll ab in Lion City. Die Stadt ist einfach mega gewachsen. Was haben wir denn da momentan? 3000 Einwohner! Holy moly! Krass! Krass, krass, krass! Geht ja voll ab hier in der Stadt. Ja gut, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüdelü und bis demnächst. Bye, bye!